your mind. Make me feel so good. Sunshine, get me going. Smiling in my eyes, makes me jumping. All day long, the wind is blowing. Hi Leute. Moin Leute. Ja. Wir haben uns zufällig mal getroffen, ne? In ja. Leipzig, halt beim Potluck. Wir waren das letzte Mal schon zusammen in Leipzig auf dem Potluck. Und wir dachten, wir machen heute mal zusammen ein Video, weil wir, ja, Jesper hat halt so gemeint, ja, er findet es interessant, wie unterschiedlich wir uns beide von Rohkost ernähren. Beide halt eben roh. Aber eben ganz unterschiedlich. Jesper viel grün und ich mehr Obst und ja, eigentlich nur Obst im Moment und ein bisschen Nüsse ab und an mal. Genau. Da wollten wir einfach heute mal ein Video drüber machen. Ja. Um mal so ein paar Gedankenansätze dabei so mit reinzubringen. Und ja, genau. Jesper, du ernährst dich jetzt seit einem Viertel, fast zwei Jahren, ein und dreiviertel Jahr. Ja, also knapp zwei Jahre schon roh. Ja, ich mache auch jetzt schon eineinhalb Jahres roh, ja, genau. Ja. Also du hast noch, also ich habe vorher normal mich ernährt, normal, ja, nach genau. Norm. Ja. Und dann auf 100% Rohkost umgestellt, was erstmal ein krasser Weg ist, weil man halt so sein Körper, also nicht Stück für Stück, also es ist immer zu empfehlen, das Stück für Stück zu machen, dass der Körper sich langsam an neue Sachen gewöhnt und langsam andere abgewöhnt. Bei dir, du hast noch ein bisschen mehr gemacht als nur die letzten Jahre. Also mittlerweile sind es, glaube ich, schon bald 10 Jahre vegetarisch und vor 6 Jahren, glaube ich, vegan und dann vor 1,5 Jahren eben komplett roh. Und vorher hatte ich schon, also seitdem ich vegan angefangen habe, habe ich schon immer gesünder gegessen. Also weil vegetarisch vegan war bei mir so einfach nur aus ethischen Gründen so, ich konnte keine Tiere mehr essen und ja, eben einfach die Ethik dahinter so. Und dann mit vegan habe ich halt gemerkt, so wie viel mir das auch einfach gesundheitlich gebracht hat. So, weil ja, mit vegetarisch habe ich noch sau viel Käse und so gegessen und da habe ich gar nichts gemerkt oder so. Und es war ja auch nur wegen den Tieren. Und dann bei vegan habe ich halt mal, als der Käse dann weg war, einfach gemerkt, so beim Sport, die Regenerationszeiten wurden immer kürzer und so. Also ich habe das Ganze auch nicht eben dann wegen einer Krankheit oder so gemacht mit Rohkost, wie es ja bei dir zum Beispiel war. Ja. Ja, genau. Bei dir war es ja so. Ja, ich hatte eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung, 3 Jahre. Also, nee, ja, längere Zeit schon, aber 3 Jahre konnte ich dann auch nicht riechen. Und auch so mit, die Schulmedizin habe ich irgendwann am Schluss, nach einer Operation am Schluss, weil ich nicht mehr konnte, habe ich gesagt, mach das, wird schon richtig sein, irgendwie so. Ja, ja. Ja, scheiße, bist du gefangen in so, in so Mustern, ne? Und dann bist du am Schluss, die Lebensfreude war nicht da und dann, ja, machen sie mal so, dann muss das halt passieren, dass es endlich wieder geht. Und das geht halt auch nicht und dann ging auch nicht und dann habe ich gesagt, so, jetzt mache ich mein eigenes Ding. Ja. Und so fing das halt an. Die Ärzte haben dir ja sogar gesagt, so, ne, wirst nie wieder riechen können, ne? Ja, genau. Ja, genau. Also die haben gesagt, ich soll halt Cortison-Tabletten nehmen, eine Woche lang und da unter Schmerzen, ich habe das sogar zweimal gemacht. Und dann konnte ich 2 Wochen schlecht riechen. Mhm. Aber das Ding war, ich konnte halt zwischendurch mal riechen, zum Beispiel in diesen 2 Wochen dann schlecht. Und dann habe ich gemerkt, was da für eine Lebensfreude kam. Ja. Und ich wusste halt, ich kann riechen, da ist nur irgendwas blockiert. So, ne? Und das hat mir so ein bisschen Hoffnung dann auch gegeben. Ja. Aber was interessant ist, dadurch, dass ich also ich habe nicht viel Fleisch gegessen. So. Ja, es war alles Bio und ich habe mein Brot selbst gebacken. Und, und vielleicht einmal in der Woche Fleisch oder so, aber ich habe viel Milch getrunken. Mhm. Aber ich kann es nicht sagen, ob ich zum Beispiel, manche Sachen, ob die schon mit vegan zum Beispiel passieren, wie das bei dir jetzt der Fall war. Ich weiß halt nur, wie es roh vegan und genau. Zum Beispiel ist auch bei mir Aggression sehr zurückgegangen, was ich vielleicht alleine durch den tierischen Eiweiß darauf deutet. Ja. Kann ich nicht sagen, ob es nur daran liegt. Aber ja, kann ich mir auch vorstellen. Gut, aber am Anfang, wo ich vegan wurde, war ich noch ziemlich so,
was heißt aggressiv, aber ich habe noch viel so drüber diskutiert und irgendwie viel so Meinungsdiskussionen gehabt. Ich wollte, so wie jeden, bei vielen Leuten ist ja immer so eine Diskussion einfach nur so, um Recht zu haben. So. Ja. Und eigentlich diskutiert man gar nicht, um irgendwie was Neues dabei zu lernen, so war es bei mir früher immer. Also, ja, und ich konnte da nicht verstehen, wie ein anderer das dann nicht nachvollziehen konnte oder so und habe da ja auch viel Zeit verschwendet und lang gebraucht, bis ich das gelernt habe und mittlerweile, ja, macht mir das gar nichts mehr. Mittlerweile ecke ich da nirgends mehr an und so und jeder kann da sein Ding machen und so, ja. Ja. Und halte ich auch für sehr wichtig, so, das war einfach. Auf jeden Fall. Ja. Ich meine, wir sind ja auch nicht als Rohköster geboren. Ja, schon. Und ich kann die sehr gut, ich kann jeden total gut verstehen. Ja. Ja, für mich war das damals bei Veganen mehr so eine Diskussion, so ich konnte nicht verstehen, wie man Tiere töten konnte. Das war für mich so, ja, jeder war so ein Mörder und weißt du, so. Ja. Ja. Also es war bei mir am Ruck, bei der Rohkost war das auch so bei mir am Anfang, dass ich so ein bisschen missionarisch. Es ist immer, wenn man das selbst, wenn man selbst noch nicht zufrieden ist mit dem, so wie es läuft. Mhm. Das war, aber wenn es dann läuft, wo man sagt, das ist es, dann hört das auf, dass man mit dem Zeigefinger unterwegs ist. Ja. So war das bei mir auf jeden Fall. Also das hörte nach 3, 4, 5 Monaten auf. Mhm. Und zum Glück habe ich das bei meinen besten Freunden und in der Familie gelassen, dieses Missionarische. Ja, ja, und genau. Bei dem habe ich mich dann entschuldigt und dann passte das. Ja. 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 Ja, du hast ja dann komplett, jetzt isst du ja immer noch viel Grün einfach, viel so Wildkräuter und so. Ja. Genau, darauf wollten wir auch mal. So ja, genau, auf jeden Fall. So, weil ich finde es halt auch ganz cool, weil ich hab da letztens auch ein Video gemacht, warum ich wenig Obst esse als Veganer und Rohköster. Ja. Und alles, was ich im Video gesagt habe, das sehe ich ganz genauso, weil es meine Erfahrungen sind und meine Logik sozusagen dahinter. Ich finde es total nett und ich finde dich total nett und ich finde, wir verstehen uns so gut und du inspirierst mich auch total. Und dadurch, dass wir so unterschiedlich sind, ich das aber andere Erfahrungen bisher gemacht habe, finde ich es auch einfach total toll, weil es so unterschiedlich ist, aber trotzdem irgendwie stimmig ist. Genau. Ich finde das immer, weil viele so, muss dich so ernähren und das so machen. Ich denke, da muss jeder erstmal seinen Weg finden. Und ja, ich denke halt, dass es so ein Reinigungsweg mehr ist. Und umso sauberer der Körper wird, sag ich mal, umso mehr Früchte kann man dann, denke ich, auch essen, weil ich esse ja jetzt eigentlich nur noch Früchte und gar kein Grün mehr und auch möglichst kein Fett oder so. Ab und an esse ich mal Nüsse oder so, ganz selten, weiß nicht, im Moment vielleicht einmal die Woche mal so eine Handvoll oder so. Ja, aber ich denke eben, dass es halt einfach von der Entgiftung kommt, weil wenn man, Früchte, denke ich, kurbeln die Entgiftung halt einmal zu stark an. Und ich finde, es ist auch so wichtig, am Anfang viel Grün zu essen. Weil ich habe es ja genauso wie du gemacht. Ich habe am Anfang auch 2 Monate komplett gar keinen Fruchtzucker gegessen. Ich habe nicht mal Apfel gegessen. Ich habe nur immer 2 Salate am Tag gegessen. Ja. Wildkräuter, Brennnessel, Löwenzahn und sowas, Kleeblätter, alles Mögliche. Und weil ich denke, am Anfang ist es halt so wichtig, die Parasiten und so mal loszuwerden. Ja, weil ich denke, wenn der Darm nicht gereinigt ist und wenn man krank war und Zucker isst, Zucker, denke ich, beschleunigt jegliches Wachstum halt so. Und wenn man dann, oder auch wenn man Krebszellen hat und so, bei Krebs ist es nichts, einfach nur Früchte zu essen. So. Und das sagst du ja auch, oder Gerstentherapie oder so ist ja auch eigentlich, ist auch nur Grüngemüse und Rohkost halt und Kaffeeeinläufe. Ja, ne? Und das ist halt das, denke ich, am Anfang ist es so wichtig, einfach nur Grün zu essen, damit man mal die ganzen Parasiten abtöten kann, damit die gar keine Nahrung bekommen und damit der Körper sich einfach mal genug reinigen kann und dann kann man, denke ich, irgendwann langsam so mit Früchten wieder anfangen. Und auch bei den Früchten muss man halt auch beachten, dass die halt so unnatürlich oft sind und dass man, ich meine, wenn die Früchte schon keine Samen mehr haben, dann ist es ja, ich meine, wie sollen sie sich vermehren und und dann halt so hoch gezüchtet auf Zucker und irgendwelche Hybridfrüchte. Man sollte halt echt, denke ich, schauen, noch so ursprünglichere Früchte dann zu essen. Und halt trotzdem auch wenig essen. Also halt nicht öfter als 2-mal am Tag und wirklich darauf achten, dass
dass man einfach früh fastet oder so, finde ich. Yeah. Weil ich habe auch gemerkt, so eine Zeit lang hatte ich viel Früchte gegessen, da habe ich nicht immer frühs gefastet. Und da habe ich gemerkt, dass ich langsam so Karies bekommen habe, so unten. Oder die Zahnhälse sind so ein bisschen länger geworden. Und wenn ich jetzt dann wieder, habe ich dann seit ein paar Monaten immer wieder weniger gegessen und mehr gefastet und so und die Pausen zwischendrin eingehalten. Und dann geht es einfach wieder zurück, Karies. Also gibt es auch Buch zu irgendwie Fastenheil Karies oder so. Und ja, du brauchst dir dann auch die Zähne nicht putzen oder so. Ich putze mir vielleicht die Zähne einmal in der Woche oder so mit Wasser. Und ja, die belegen sich auch nicht, sondern nur, wenn man zu viel isst oder wenn man halt irgendwie ja, so viel mischt und so weiter. Ja. Ja. Also ich sehe das ganz genauso mit dem Reinigungsweg. Ja. Es ist einfach so, und das ist, glaube ich, auch der Punkt, was du mit Fasten sagst, dass wir einfach konditioniert sind, viel zu viel zu essen. Ja. Und es gibt halt Leute, die auch... da gehörte ich jetzt nicht so ganz krass dazu, aber die alle 2 Stunden was essen müssen. So war es bei mir früher. Ich musste ständig essen, weil wenn ich nichts gegessen habe, dann fängt halt so die Entgiftung an. Ja, und genau. Dann geht es dir schlecht. Ja. Aber das ist eigentlich nur die Entgiftung. So der Körper, wenn du nichts isst, so, dann will er heilen, weil er so überfüllt ist mit Giften bei einem normalen Esser. Und umso reiner der Körper wird, umso leichter fällt es dir mal nichts zu essen. Ja. Ja, dann kannst du 1-2 Tage einfach nichts essen und dir fällt es gar nicht auf. So, wenn du gerade was machst, dann isst er halt mal nichts so bis abends und dann isst er eine Mahlzeit. So. Ja. Das war für mich früher undenkbar. So. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, bei mir war das so halt, ich habe irgendwie 3 oder 4 Mahlzeiten pro Tag gegessen. Also 3 Mahlzeiten so morgens, mittags, abends und dann zwischendurch nochmal irgendwie so ein bisschen. Aber nicht alle 2 Stunden sozusagen. Ja. Aber manchen ist halt, da kommen gleich Kopfschmerzen oder Nervosität. Ja. Du musst gleich was rein. Ich meine, wir kennen das ja auch so in der Form. Ja, schon. Und bei mir, als ich das erste Mal, ich ahne und ehre das ja auch von uns beiden, ein großer, sag ich mal so. Und als ich dann das erste Mal gefastet habe und mit dem kein Frühstücksplan angefangen habe, was er ja so empfiehlt, erstmal das Frühstück weglassen und dann noch 1 Mahlzeit pro Tag und dann das richtige Fasten für ein paar Tage mal und wieder zurück. Und genau. Und als ich das erste Mal irgendwie Frühstück weggelassen habe, der erste Tag war super und der zweite Tag, ich hatte so einen Durchhänger. Ja. Ich war so müde, musste erstmal 1-2 Stunden Mittagsschlaf machen und hatte Kopfschmerzen und so. Und inzwischen, ich esse derzeit momentan 2 Mahlzeiten, eine mittags und eine abends. Ja. Und manchmal nur eine, zum Beispiel heute, war eine ausgedehnte, aber ich bin so voll, das reicht jetzt für nichts. Bis also spätestens, also ja, bis morgen auf jeden Fall so. Und aber was ich sagen wollte, ich glaube, es ist wirklich die Sache, dass wir zu viel essen. Das ist, denke ich auch. Ich glaube, du kannst auch irgendwie Scheiße essen, sag ich mal. Und wenn du wenig isst und wirklich Zeit dazwischen lässt, sag ich mal, 1 Mahlzeit und du isst irgendwie Scheiße, dann haben deine Organe sehr viel Zeit, sich zu regenerieren. Das stimmt, Und das heißt, ich glaube, Fasten ist wirklich so das Ding, was das vorantreibt. Ja, denke ich auch. Optimal ist es halt, denke ich, immer beides zu kombinieren, so seine Ernährung immer besser werden zu lassen und dabei trotzdem die Pausen einhalten und wenig essen. So. Ja, und bei mir, ja, ich sehe das mit Früchten, mit der Reinigung auf jeden Fall auch so. Ja. Arnold Ehren schreibt ja auch so, anfangs vorsichtig, je nachdem, was man für ein Typ ist, wie viel Fleisch man gegessen hat, was man für Gifte drin hat, ob man viele Medikamente genommen hat. Dann Arnold Ehre sagt ja, das Fastenbrechen ist somit das Wichtigste beim Fasten. Genau. Und er sagt ja auch viel, weil weil das alles rauskommen soll vom Brechen, wo er sich ja auch irgendwie abhebt von vielen anderen. Ja. Und was ich auch auf jeden Fall so sehe. Und da habe ich das erste Mal mich auch nicht getraut, mit Früchten das Fasten zu brechen. Ja. Weil ich habe es mit rohem Spinat und Apfel gemacht, glaube ich, oder so. Oder Sauerkraut hat er auch empfohlen. Mhm. Und da habe ich gemerkt, es funktioniert, Belastung nicht so hart. Ja. Und jetzt mache ich das auch immer mit Früchten. Mhm. Weil du halt mit Früchten auch perfekt Durchfall erzeugst und das kommt dann raus. Ja. Genau, aber bei mir ist halt so, wenn ich zu viele Früchte esse, dass ich bin mir noch nicht sicher, oder ich habe viele Bücher dazu gelesen und ich bin mir noch nicht sicher, ob nur Früchte sozusagen das Optimalste sind. Da unterscheiden wir uns auf jeden Fall so ein bisschen. Mhm. Das heißt nicht, dass es das nicht ist sozusagen, nur ich habe bis jetzt noch nicht die Erfahrung sozusagen für mich gemacht. Ja, so. Ja. Und ich habe halt gemerkt, am Anfang habe ich halt so, es kommt ja halt aus Amerika, so die Rohkostbewegung, die neuzeitige Rohkostbewegung. Und da ist halt so irgendwie, da ist es sehr fruchtbasiert umsteigen und Amerikaner sind halt noch mehr auf Zucker aus. Ja, schon. Aus das ist, glaube ich, echt nicht gut. Am Anfang, denke ich, sollte man zumindest halt, denke ich mal, so eine
Darmreinigungskur machen und eine Parasiten abtöten, halt so lang wie möglich mal fasten und den Parasiten gar nichts geben. Oder immer mal wieder fasten. Ja, oder halt auch noch, weil manche Parasiten erst nach ein paar Wochen oder so absterben, dass man wirklich mal, ich habe halt komplett 2 Monate nur grün gegessen, wo gar kein Fruchtzucker dabei war. Ich habe nicht mal einen Apfel rein, wenn ich einen grünen Smoothie oder so gemacht habe, habe ich mit Stevia-Blättern gesüßt einfach. Okay. Und ja. Lass du dann noch was anderes dazu machen, außer grün, in den Salaten, im Öl zum Beispiel? Oder nee, also Öl. Wurzelgemüse oder irgendwas anderes Gemüse? Ich weiß gar nicht mehr, was ich alles rein habe. Ich habe oft halt dann Brennnesseln rein, Wasser und Stevia oder so. Ich habe einfach sau viel Brennnesseln am Anfang gemixt, wenn ich mir einen grünen Smoothie gemacht habe oder mal Löwenzahn und was habe ich denn noch rein? Ja, sowas oder Klee und so. Ja. 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 Bei mir ist es halt so, ich habe irgendwie nie so viele Früchte gegessen, weil ich so der Appetit einfach nicht da war, so viel Süßes zu essen. Ich habe das halt anfangs versucht, die ersten 2 Monate, weil ja irgendwie so, da gab's, heute gibt es ja so viele Informationen irgendwie so. Vor 2 Jahren war da noch nicht ganz so viel los irgendwie so. Da gab es ein paar. Und dann war es halt so, ja, 30 Bananen in den Smoothie rein so. Und dann hast du bis Mittag schon deinen Kalorienbedarf gedeckt. Und das war halt, ich habe es ausprobiert und das war halt brutal so, ne? Ja, das ging gar nicht. Jetzt gar nicht, weil die Entgiftung so stark ist. Es war einfach, mein Körper war noch nicht konditioniert auf was für eine Ernährungsform. Aber das ist halt auch zu viel, denke ich. Also dieses 80-10-10 habe ich so ein wenig angefangen und so viel kannst du ja gar nicht essen. Die sagen ja echt, dass du so viel dich praktisch zwingen sollst zum Essen. Und ich denke, das kann nicht natürlich sein. Man sollte immer auf sein Hungergefühl hören. Und der Körper weiß genau, wenn du keinen Hunger hast, dann esse ich nichts. Ich esse echt nur, wenn ich Lust drauf habe. Ja. Auf jeden Fall. Und ich glaube halt, ist jede vorstellbare Ernährungsform möglich. Wir sind sowas von irgendwie anpassfähig sozusagen. Du kannst deine Darmflora auf so viel programmieren, aber das funktioniert halt nicht von einem Tag auf den anderen sozusagen. Mhm. Das ist immer ein Weg. So, ne? Ist natürlich das Beste, irgendwie sich auf das zu konzentrieren, was einem auch gut tut sozusagen. Ja. Ne? Aber deshalb ist es halt auch für viele Leute, glaube ich, so schwierig, Rohkost zu machen, weil es sofort nicht wirkt, so, weil das erstmal bestimmte Bakterien in der Darmflora noch nicht gebildet sind, die Nahrung aufnehmen können. Ja, so. Und weil viele, ich denke, die meisten Leute sind sich nicht im Klaren darüber, was Entgiftung heißt, was Krankheit heißt. Und ich denke, Krankheit ist halt einfach immer nur eine Entgiftung. Ja. Und bei normalen Menschen, wenn sie halt krank werden, dann ist es einfach so, dass sie krank werden, weil die Mülltonne ist praktisch voll und quillt von dem Dreck über. Und wenn du aber auf Rohkost umsteigst, dann baust du so langsam, schaufelst deine Mülltonne praktisch langsam aus und da geht der ganze Druck raus. So. Ja, ja. Das ist dann irgendwie, das ist einfach eine, dann können eben die Krankheiten auch nochmal auftauchen. Eine Krankheit ist immer nur die Versuch vom Körper, Gifte loszuwerden. Manchmal wird das ja über die Haut los, dann kriegt man halt Pickel. Man kann Ausschläge kriegen beim Umstellen auf Rohkost. Alles, was man vorher krass, hatte. Was du alles so erzählt hast, jetzt in der letzten Zeit und so an deinem Fuß und so. Ja. Ja. Und das dürfen wir dann halt nicht falsch deuten. Die Leute denken dann, ich habe mich roh ernährt und bin davon krank geworden. Das ist einfach nur die Heilung vom Körper so. Und wenn man das nicht versteht, dann danach geht es einem besser. Eine Krankheit ist Heilung. So. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Und drum auch dieses so, ich habe mich aber schlechter gefühlt nach 2 Jahren Rohkost und dann bin ich wieder auf ein bisschen gekocht gegangen und dann dabei fühle ich mich einfach wohler. Das ist einfach, weil nach 2 Jahren hat halt wirklich so eine Tiefenentgiftung dann angefangen und dann geht es halt an innere Organe und an ältere Krankheiten. Und dann fühlt man sich halt komisch und wird nochmal krank, weil das halt dann einfach die älteren Sachen und die tiefergreifenden Sachen im tieferen Gewebe und die Organe und so heilt dann. Und ja, dann dürfen wir das halt, denke ich, nicht falsch deuten. Und klar, wenn man dann wieder gekocht isst, dann stoppt es wieder die Entgiftung und man fühlt sich gut. Dann hört der Körper auf mit dieser Krankheit, aber das war ja nur die Heilung so. Ja. Es ist auch so, dass die Sensibilität dann weiter eingeschränkt wird. Wenn, also ich merke, dass ich viel feinfühliger bin, seitdem ich Rohkost esse. Ja. Man ist wirklich offen. So. Und wenn ich Kochkost esse, also ich mache das nicht, ich hab's, ab und zu esse ich mal einen Löffel vegan, irgendwie so. Und um das mal zu testen, wie das ist, aber ich merke halt, ich schmecke nur noch Salz und Gewürze raus und der Rest ist so Brei. Und es dämpft halt einfach so wie wenn man halt sonst irgendwie einen Schweinsbraten oder so gegessen hat. Da bist du müde, brauchst dich erstmal auf die Couch flacken und bist total benebelt. Da kannst du dich nicht an eine Matheprüfung hocken, wenn du gerade einen Schweinsbraten so gegessen hast.
Und das ist halt eine Vorstufe. Genau. Kannst du dich vegan ernähren, gekocht. Und das ist halt dann milder, aber das ist im Prinzip das gleiche Ding. Genau. Und bei mir mache ich es halt so, dass ich halt relativ viele Nüsse esse, wenn ich diese Einschränkung, diese Sensibilität nicht haben möchte zum Beispiel. Ich habe eine Freundin, die macht das präventiv, macht dieses vor, wenn sie in bestimmte Situationen reinkommt, die stressig sind, dann isst sie vorher schon bestimmte Sachen, um gewappnet zu sein. Ne? Bei mir war es ein bisschen mal andersrum. Ich habe eine Stresssituation gehabt und dann habe ich Nüsse gegessen. Ja, denke ich mir auch. Vielleicht wird es ja gar nicht so stressig und dann habe ich schon Nüsse reingekommen. Ja, genau. Ja. Aber ist echt so, ja, wenn ich bei Nüssen habe ich es auch immer so gemacht und dann merkt man auch, wenn man halt Nüsse isst, dann weil Fett einfach, denke ich, nicht das Optimale für den Körper ist. Aber wenn es roh ist und man isst es mono, irgendwie Mandeln, das ist super, dann hat man auch eine Sperre. Man hört dann einfach auf, weil man sich dann schlecht fühlt und keinen Hunger mehr hat. Ja. Ja. Man isst auch immer nur weiter, weil man oft wechselt. So. Wenn du gerade was isst und dann wechselst du zu einer anderen Obstsorte oder du wechselst einfach zu einem anderen Essen, isst vorher irgendwie Karotten und dann isst du danach irgendwie Nüsse oder was auch immer, dann trickst du den Körper so ein bisschen aus und dann hat man immer mehr Hunger. So. Wenn man nur eine Sache isst, dann hört man auch auf, dann hat man keinen Hunger mehr drauf und dann isst man auch nicht zu viel. Ja. Also obwohl das mit den Fetten, da ist es, ich sehe das immer so, dass wir an einem Punkt uns befinden. Ich meine, wenn wir so bestimmte so Religionen angucken, was da über Fasten geschrieben wird und über Heilungswege, das ist ja uralt, das Zeug. Ja, schon. Also zum Beispiel das Friedensevangelium der Essener, also das ist 2000 Jahre alt. So, genau. Und da steht es genau drin, maximal zwei Mahlzeiten und bestens nur eine und so weiter. Weil man sie erst und die ganzen Buddhisten machen es ja auch noch zum Beispiel. Genau, so, essen alle nur eine vegane Mahlzeit auch am Tag. Ja. Und jetzt habe ich gerade ein bisschen vergessen, was wollte ich erzählen. Ich würde erzählen, dass wir halt an einem Standpunkt sind, wir alle, fast alle Menschen sind sowas von, krank oder vergiftet. Ja. Nehmen wir das Wort vergiftet so. Es lässt sich heute nicht vermeiden, dass wir voll sind mit Neurotoxinen, welche Art auch immer. So, das heißt, das Tolle ist, dass wir über die Ernährung ansetzen können, die Entgiftung anfangen können. Dadurch, so, ne? Es gibt halt mehrere Arten, das so anzugehen, aber die Ernährung ist super. Schon. So, weil das, was wir alles hier reinlassen, so, das kann man ziemlich gut regulieren und man kann herausfinden, mit welchen Lebensmitteln auch immer. So. Und deshalb, ich glaube, es ist halt in erster Linie ein Reinigungsweg oder ein Heilungsweg. Ja, genau. So. Und da muss man echt individuell gucken, wo man steht. Genau, so. Ja. So, wie Arnold Ehret sagt, dass jemand beim Fastenbrechen da gestorben ist. Okay, ich glaube halt dadurch, dass es so ein Heilungs- und Entgiftungsweg ist, den man als erstes gehen muss. Ich habe da für mich festgestellt, dass einfach Einläufe so extrem wichtig sind. Ja. Weil früher habe ich halt relativ viele Kopfschmerztabletten genommen und wenn ich irgendwelche Kopfschmerzen in den Nebenhöhlen gerade hatte, so, und wo ich auch in der Entgiftung sehr mit zu kämpfen hatte, irgendwie, weil so, das muss auch irgendwann wieder raus aus dem Körper, so die Sachen dabei sind. Ne? Und während ich faste, mache ich halt immer Einläufe und früher war das ganz extrem, ganz am Anfang so. Und jetzt ist es so, ich weiß halt, wenn ich Kopfschmerzen habe, auch wenn es nur leichte sind, ich mache einfach einen Einlauf, statt Kopfschmerzen zu nehmen. Ja. Weil es geht dir sofort besser nach diesem Einlauf. Ja, und das Witzige finde ich zum Beispiel auch, die Gedanken verändern sich total. Du hast vorher irgendwie, wenn die Gifte in deinem Blut sind, dann denkst du dir irgendwie echt, boah, die ganze Welt ist scheiße oder so. Und da hast irgendwie wieder deine ganzen alten Ängste oder so. Dann machst du den Einlauf und du denkst dir so, so habe ich ihn gerade vor einer halben Stunde so gedacht und alles ist gut. So. Ja, das ist wirklich so, ja. Manchmal macht es auch Schlaf. Aber ich hab gelernt, es ist die Meditation sozusagen, den Kopf ausschalten. Es ist die Entspannung. Genau, ja. Ich habe das früher mit Schlaf gemacht, inzwischen kriege ich das mit Meditation hin sozusagen. Ja, genau. Wenn man entspannt ist, wenn man immer entspannt ist und schaut, dass der Körper einfach immer locker ist und so, du brauchst immer weniger Schlaf. So. Ja. Aber so, wenn ich manchmal Kopfschmerzen früher hatte oder so, dann auch manchmal hat ein Einlauf nichts geholfen. So. Mhm. Auch ein zweiter Einlauf hat nichts geholfen. Ja. So, ne? Und dann habe ich... häufig war das dann mit Schlafmangel, dachte ich, wäre das verbunden. Und da habe ich mich halt hingelegt, einen 10 Minuten Schlaf gemacht. Manchmal wurde das dann bis zu 2 Stunden dieser Schlaf. Ja. Aber danach waren die halt weg. Mir ging es viel besser. Ich hatte auch keinen Hunger mehr, so danach. Und jetzt habe ich mit der Zeit herausgefunden, halt, dass es irgendwie einfach an Gedanken ausschalten liegt. Und sich, keine Ahnung, ich setze mich für 10 Minuten hin. Bin in mir, bin achtsam, guck mir das an, was da los ist und zack, ist weg. Ja, ich denke auch allgemein, wenn der Körper halt entspannt ist oder wenn man eben schläft, da ist man halt nur mal am entspanntesten, weil man es so gewohnt ist und sonst nie abschalten konnte früher.
Und in den Phasen heilt halt der Körper. Und drum kann es auch sein, so im Allgemeinen ist bei mir zum Beispiel so geworden, dass der Schlaf immer weniger geworden ist. Also jetzt hatte ich dann so eine Phase, wo ich ein paar Monate immer nur so 4-5 Stunden geschlafen habe die Nacht. Und ich war viel fitter als sonst, wenn ich 8 Stunden geschlafen habe oder so. Überhaupt, man hat eh immer einen viel besseren Energielevel. Man wacht so früh auf, finde ich, und du bist früh schon fit wie sonst so nach 2 Stunden aufstehen, wenn man noch so verdöst war. Aber es ist auch, weil du ein hohes Bewusstsein schon hast, weißt du? Mhm. Weil durch dieses Bewusstsein, was du hast, hast du auch einen Sinn erkannt, warum du hier bist. Ja, ne? Das stimmt. Was das Leben bedeutet. Ist auch, denke ich. Und dann schläfst du. Man macht, was man liebt. So. Genau, und also, wenn du das tust, was du liebst, so dann schläfst du glücklich ein, sag ich mal. Genau. So, du hast was geschafft den Tag, der Tag war schön. So, und du wachst doch auf, weil du sagst, oh geil, was heute los ist. Und normal wacht man so auf, so, oh, Arbeit. Ja, das ist der erste Gedanke. Ja. Und dann steht sich das noch nicht gut auf. Genau. Und ich habe früher auch immer, ich habe es immer geliebt, morgens im Bett lange zu liegen, sozusagen. Ne? Weil der Tag nicht so viel Sinn ergeben hat für mich. So, ne? Und, aber mir war das auch so. Ich habe, gerade wenn ich faste, brauche ich extrem wenig Schlaf. Das war bei mir auch so beim ersten Fasten, so nach dem dritten Tag Wasserfasten, so 4 Stunden gepennt und irgendwie 6-7 Stunden im Weinberg rumgelaufen und eine Energie gehabt, so Wahnsinn irgendwie. Vom ersten Fasten ging bei mir gar nichts. Mhm. Ich bin nur kurz. Bei mir die ersten 1,5 Tage vom ersten Fasten so ging nichts, da war ich total platt und dann nach dem dritten Tag irgendwie da war es gut. Aber dann habe ich schon aufgehört wieder. Okay, mein erstes Fasten war glaube ich 5 oder 7 Tage oder so. Ja, irgendwie so, da war ich, bin ich kurz runter zu Edeka, habe mir irgendwie ein bisschen was gekauft, bin wieder hoch. Weil kreidebleich schwitzt mich, als wenn ich gleich umkippe. Ja, ne? Der Körper will halt in so eine Lage befinden, dass er, weil er halt wenig Energie hat. Ne? Ja. Warum hat er wenig Energie? Nicht, weil du wenig gegessen hast. Ja. Vielleicht, weil du wenig Gutes in letzter Zeit gegessen hast. Aber das liegt daran, weil der Körper die Energie nutzt, um endlich mal entgiften zu können. Genau, so. Um zu heilen. Und dazu braucht man halt mal Ruhe. Und ich denke, wenn man jetzt war es zum Beispiel so, jetzt hatte ich wieder so eine Entgiftungsphase. Und ich habe auch gemerkt, wie ich emotional dabei einiges wieder verarbeitet habe aus der Vergangenheit. Und in der Zeit musste ich wieder viel mehr schlafen, obwohl ich jetzt auch mehr, ich habe immer noch, mache immer noch so, was mir Spaß macht und so, aber trotzdem, ich musste jetzt wieder irgendwie so 8-9 Stunden schlafen so und aber jetzt wird es dann auch, hoffe ich mal, wieder langsam wieder weniger und genau. Ja, ich finde wir, auch wenn wir echt ganz unterschiedlich hingekommen sind zu dem Weg, so, ne, was mir auffällt bei uns beiden ist, dass irgendwie der gesundheitliche Aspekt einer Ernährungsumstellung gute Motivation gibt. Ja. So. Und nicht das ethisch-moralische. Das ethisch-moralische ist auch da auf jeden Fall. Ich finde beide, Ich find beide wichtig, aber so richtig, dass du wirklich Motivation, so richtig Durchhaltevermögen hast. Und zum Beispiel, ich denke gar nicht drüber nach, dass ich irgendwas anderes essen will, weil es für mich so klar ist, die gesundheitlichen Erfahrungen, die ich gerade mache, da will ich gar nicht woanders hin. Und wenn man das häufig denkt, ich mache es, aber du stehst nicht ganz dahinter, was viele, die ethisch-moralisch das angehen, damit zu kämpfen haben, dann ist es häufig das stimmt, schwierig. Ja. Ich sage nicht, dass dieser Punkt nicht wichtig ist. Ja. Nee, bei mir war es zum Beispiel so vegan. Ich konnte von einem Tag auf den nächsten keinen Käse mehr essen. Ich habe Käse vorher geliebt, den Geschmack und so, aber ich hätte da nicht mehr reinbeißen können. Ich hätte das nicht genießen können. Das, keine Ahnung, das ist wie wenn ich meine Mutter esse oder so, weißt du? Ich beiß nicht irgendwie in das Fleisch von meinem Hund oder so, wenn ich den irgendwie großgezogen habe. So. Ich konnte dann nicht mehr in Käse beißen, es ging einfach nicht so. Ja, das ist wahrscheinlich das Bewusstsein. Ja, ne? Du hast ja auch eher, du früher mit so dich in das Thema. Ja, vegetarisch habe ich halt einfach nur wegen Bewusstsein so und vegan auch. Ich konnte einfach keine Tiere mehr essen, so für mich waren das einfach fühlende Lebewesen. Ging für mich nicht und für mich war da kein Unterschied. So, ich meine, was ist der Unterschied zwischen Hund und Schwein? So, und zwischen dir und Blume. Ja. Wenn man so will. Ja. Ne? Wir sind alle eins. Ja. Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, dass ich früher, als ich normal gegessen habe, so, mir war das klar. Aber ich habe dann halt gesagt, Bio und so. Mhm. Und die haben ja Auslauffläche dann. Ja, man probiert sich halt immer schön zu reden. Ja. Habe ich auch noch eine Zeit lang probiert, aber. Ja. Und wenn man sich, als ich mich dann angefangen habe, selbst zu hinterfragen und so weiter und so fort, dann ist das Bewusstsein nachgezogen. Und bei mir ist das ethisch-moralische echt danach gekommen. Ja. Ja. Aber das ist genauso klar, sehe ich das jetzt auch, wie du das siehst. Ja. Ja. Hm. Nee, weil beim Gesundheitlichen, so am Anfang habe ich dann auch noch so ein bisschen gedünstet und gekocht gegessen und so Kürbis gedünstet die ersten 1-2 Monate.
so alle ein, zwei Wochen mal oder so. Oder wir singen, weil ich im Winter umgestellt habe. Und ich auch. Ja. Ja. Zum Herbst hin. Ja. Und dann, ja, gut, ich meine, weil, ja, aber ich habe dann auch nichts mehr gegessen. Man merkt echt einfach, wie gut es einem tut. Ja. Das ist auch immer das, ich glaube, wenn man wirklich das Hintergrundwissen hat und sich wirklich mal bewusst gemacht hat, so, weil ich meine, Rohkost sollte ja zum Beispiel jetzt nicht so das Ziel sein, sondern man muss sich auch mal so reinfühlen, was ist das eigentliche Ziel, wenn ich meine Ernährung auf Rohkost umstelle. Und wenn man sich wirklich bewusst gemacht hat, so, dass dahinter eigentlich steckt, so dass man sich wieder jung fühlt, dass du dich wie so ein Kind fühlst, wo du irgendwie leuchtende Augen hast, früh aufwachst und dich auf den Tag freust, so, und einfach Energie hast. Und wenn einem das mal klar ist und wenn einem auch dann klar ist, finde ich, dass man merkt ja dann immer mehr, wie einem das Essen schadet und dann hat man auch keine Lust mehr auf das Essen. Also für mich war das nie so ein Zwang. Und dann ging es halt immer mehr in Richtung Früchte. So anfangs hatte ich wirklich voll Lust auf Grün und Salat und jetzt mittlerweile habe ich halt einfach nur noch Lust auf Süßes. Drum esse ich auch echt, ja, im Moment gar keine Blätter oder so. Und da kommt dann auch wieder so, das mache ich, ja, für mich ergibt es immer so ein bisschen mehr Sinn. Ich denke schon, dass ja, Pflanzen halt einfach auch so ein Bang, ja, was heißt Gefühle haben. Aber beziehungsweise Pflanzen, ich meine, wenn man irgendwie Blätter und so isst, dann zerstört man immer die Pflanze dazu oder Wurzelgemüse zum Beispiel vor allem. Wurzelgemüse auf jeden Genau, Fall, ja. Dann zerstörst du ja die komplette Pflanze und so. Und dann macht es für mich immer mehr Sinn, so die Früchte zu essen. Weil da isst man ja auch erstens mal die Kerne nicht normal mit. Oder wenn man sie mit isst, dann werden die wieder mit ausgeschieden und da kann dann trotzdem ein Baum wachsen und du gerade da wächst ein Baum, weil genau. Du den ja das Dünger. Ja, stimmt. Weil unsere Scheiße natürlich perfekt ist, ja. Wenn sie vegan ist. Ja. dass das extra in so einem Haufen isoliert ist und direkt perfekt darin wachsen kann. So ein Kirschkern sozusagen, ne? Genau. Mit und dann, ganz großen Kern geht es natürlich nicht so, ne? Ne? Und dabei zerstört man halt die Pflanze einfach nicht und deswegen bin ich so ein bisschen mehr dann auch in die Richtung. Es schmeckt halt einfach. Ich weiß nicht, ich denke, das ist so der natürliche Instinkt. So man, wenn man jedes Kind anschaut, was halt Arnold Ehret auch schreibt, so jedes Kind will einfach essen und süß essen. So. Jedes Kind isst irgendwie Nudeln mit Ketchup, so bloß nichts gemischt oder so. Und süß einfach. Und weil es halt nichts Gescheites bekommt, weil es halt nur künstliche Süße bekommt. Und ja, künstliches, einfaches Essen, ja. Deswegen vergiftet sich es halt trotzdem. Aber der natürliche Instinkt ist, süß zu essen. Und ja, ich meine, wenn ich an dem Brokkoli rieche oder an Früchten, da spricht mich halt die Frucht wirklich an. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. So. Und das passiert mir beim Brokkoli nicht so. Ne? Ich denke, das ist halt alles Übergangsernährung. Aber es ist echt wichtig, das zu machen. Und man kann nicht einfach von jetzt auf gleich, denke ich, Früchte essen. Das ist so wie, keine Ahnung, wenn du aus einem dunklen Raum rausgehst und direkt in die pralle Sonne schaust, so, dann bist du einfach, dann wird dir schwindelig, wird schwarz vor Augen und du siehst erstmal nichts und musst dich erstmal orientieren. Und wir haben uns einfach so vergiftet und wenn wir dann von jetzt auf gleich nur Früchte essen, damit kommt man einfach nicht klar, denke ich. Und dann muss man halt, ja, viel Grün am Anfang essen und sich erstmal von den Krankheiten heilen. Krebs wird halt einfach nur genährt von Zucker, wenn man Früchte isst. Das ist überhaupt nicht das Richtige, denke ich. Ja, und Fruchtzucker wirkt in dem Fall wie Zucker, sagt man auch vielleicht dazu sagen. Ja. Ja. Ich sehe jetzt, wie gesagt, teilweise ein bisschen differenzierter. Ja. Ich habe, für mich klingt es logisch auf jeden Fall mit diesen Früchten. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es aber auch so von meiner Logik, dass ich denke, wir leben hier jetzt gerade, in diesem Breitengrade, wenn ich hier rumgucke, hier ist alles grün und grün beruhigt uns die Farbe, wenn wir in die Natur gehen. Dass Grün vielleicht für mich eine größere Rolle spielt, so im Verständnis jetzt, rein im Verständnis und der Erfahrung, die ich bisher gemacht habe. Und ich weiß nicht, ob es rein fruchttechnisch sozusagen, wenn wir komplett gereinigt sind, die optimale Ernährungsform ist. Das ist jetzt meine persönliche Meinung und mein Erfahrungswert sozusagen in den Breitengraden, wo wir uns jetzt befinden sozusagen. Das ist halt die Frage, wie ich mir auch stelle. Halt immer gewandert oder so, Nomaden oder halt auch, ich meine, im Winter könnte man halt auch Trockenfrüchte, Nüsse essen und so. Das sind ja dann auch die kompakteren Sachen. Was weiß ich, hier wachsen Walnüsse, Äpfel kannst du auch ziemlich lang. Früher die Sorten, die sind auch noch viel länger in Winter hineingewachsen, auch wenn noch Frost war und so weiter. Ja, ich frage mich halt, ob im Winter wirklich hier der Wohnort hier richtig ist. Weil eben. Alle Tiere sind nomadisch oder sie stellen ihren Puls, senken sie so tief und gehen in Winterstarre, dass sie da nicht viel essen und die fressen sich halt vorher voll und dann geht es im Winter durch und im Frühjahr, genauso wie wir das eigentlich auch machen, Reinigungsweg, weil da eine neue Phase beginnt sozusagen. Ja. Ne?
Genau. Und für mich ist auch ganz wichtig mit den Früchten, ist halt so hochgezüchtet, oder? Hochgezüchtet, ja. Genau. Ursprüngliche Früchte ist ganz wichtig. Ja. Also, wie gesagt, ich bin da noch nicht am Ende und ich probiere das weiter aus und so weiter. Und ich sehe das auf jeden Fall, was du sagst, verstehe das total. Ja. Ich weiß halt immer, wenn ich zu viele Früchte esse, dass nicht diese Entgiftungserscheinungen, die ich sonst habe beim Fasten, auftreten, sondern einfach, ich will nicht so viel Süßes essen. Irgendwie ist halt relativ schnell eine Starre so, eine Sperre. Aber ich kenne natürlich nur das Obst hier und das regionale Obst, zum Beispiel jetzt Erdbeeren, Kirschen, ja. Zwetschgen, so, da kann ich richtig viel von essen und mir geht es richtig gut damit. Das ja. heißt, wenn ich jetzt Früchte wie Ananas oder Mangos esse, ich glaube in der Region, ich habe richtig Bock das auszuprobieren und ich werde mich in der Region demnächst längerfristig mal aufhalten, so, ja, cool. Alleine wegen der Sonne, will ich es unbedingt ausprobieren, ja. so, wie das wirkt und ja. ja, damit weitergehen soll. Genau. Eine Sache wollte ich dazu noch sagen, habe ich gerade vergessen. Ja, wo man vielleicht mal Tropen herkommt oder was hast du hier? Ja, ich weiß nicht, ich komme gerade nicht drauf. Ja. Vielleicht kommst du gleich noch. Sonst kann man da noch einen kleinen Schnitt machen. oder so. Das war eigentlich noch ein wichtiger Punkt, weil ich... Achso, ja. Ja, genau. Ach so, ja genau. Das war doch ein wichtiger Punkt. Okay. Ja? So, jetzt ist mir eingefallen. Ja. Und warte, da machen wir einen kleinen Schnitt rein. Ja, ja, komm mal. Okay. So, jetzt ist mir so nochmal eingefallen. Und zwar, bei mir ist jetzt aber auch so, dass ich merke, zum Beispiel Wurzelgemüse und so schwere Sachen habe ich früher auf jeden Fall viel mehr gebraucht. Ja. Habe ich jetzt gar nicht mehr das Verlangen. Ja, gemacht. Genau. Ich merke jetzt auch, wo ich meine Wohnung gekündigt habe und so am Reisen bin und ja, das mache, wo ich Lust drauf habe, ja. dass ich zum Beispiel noch mehr leicht essen will. Ja. Und leicht essen heißt für mich halt Grünzeug und Früchte. So. Und Grünzeug ist auch leichtes Grünzeug, also vielleicht Wildkräuter, Blattsalate oder sowas. Ne? Und nicht sowas wie Brokkoli oder Wurzelgemüse. Ja, das ja. ist halt, ja, genau. Da bin ich echt weg von. Ja. Und ich merke halt jetzt gerade, jetzt haben wir Ende Mai und ich merke so, dass Anfang Mai ist es halt so, dass die Lust nach was Süßen viel mehr ja, da ist. Ne? Ja, jetzt kommen auch die Erdbeeren. Ja, genau. Ja. Und halt auch, ich will halt irgendwie, wenn es warm ist und man draußen ist den ganzen Tag, habe ich auch kaum ja. Hunger noch so. Ja, genau. So. Ja. Und finde ich auch im Sommer sowieso, wenn es heiß ist, wenn man irgendwo, wenn es 30 Grad hat, da kann man sich ja irgendwie nicht großartig viel essen, finde ich, mittags. So. Das geht ja gar nicht. Da ist ja. Wassermelone irgendwie so ideal oder halt irgendwie so dieses ganze Wässrige. Ja. Da habe ich dann auch voll Lust drauf, einfach wenn es so warm ist. Ja, wenn es richtig warm ist, dann habe ich zum Beispiel auch keine Lust auf Wildkräuter. Ja. Also weil die sind halt, ja, sie sind schwer, auf jeden Fall schwerer als Früchte. Ja. Und auch der Saft ist erdender und ja. Ja, es ist schwerer auf jeden Fall. Ja, genau. So. Mhm. Ja, ich bin gespannt, wie das noch hin, ja. Weitergeht. Also bei mir, sowohl bei mir als auch bei dir. Ja. Also schön. Weil das Ding halt, Lichtnahrung ist natürlich auch noch so ein Thema. Mhm. Wir tendieren beide dazu hin, weniger und weniger zu essen. Ja. So, ich glaube, vieles ist machbar so. Und ich denke, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, warum man hier ist, was der Sinn ist. Und wir sind verbunden hier, wir sind alle als eins sozusagen. Ne? Ja. Und es ist, glaube ich, teilweise auch so dieses, wenn ich jetzt gar nichts mehr essen würde, Lichtnahrung machen würde, ich glaube, ich wäre so sensibel, dass ich hier in Leipzig in der Stadt, auch wenn hier nicht so viel los ist, dass mir das teilweise zu sehr mich berühren würde und ich eher eher nach Ruhe ist, eher nach Natur. Ja, schon. Und mich zurückziehen würde. Ja. Und dann, wenn man sich zurückzieht sozusagen, dann funktioniert das, glaube ich, meiner Meinung nach schon, auf jeden Fall. Ja. Aber dann ist halt auch die Frage, wie weit bist du verbunden noch ja. mit dem, wo du herkommst oder wer du bist, so, ne? Und ich glaube, da spielt Ernährung auch viel rein. So. Ja. Ja, das stimmt so. Das Umfeld einfach, je nachdem, wo man sich befindet, wie viel Umweltgifte, ob man in der Stadt lebt ja. oder so. Und wenn du in der Stadt lebst, dann, ja, da braucht man einfach ein bisschen so diese Stimulation, um dann den Körper wieder zu entgiften. Ja, ja, um den zu entgiften auf jeden Fall und um bestimmte Sachen auch rauszuhalten. Ja. Weil das sind meiner Meinung nach zwei unterschiedliche Dinge so. Dass man bestimmte Situationen aushält sozusagen, weil in diesen Situationen
kommt ja Stress und dadurch entstehen auch bestimmte Sachen in deinem Körper. Ja, das und Entgiftung ist dann noch, ist, kann man natürlich in einem dann machen sozusagen, wenn man entgiftende Sachen auch zu sich nimmt sozusagen. Ne? Ja, Ernährung ist halt nicht einfach alles und viele, ich glaube, viele stellen einfach die Ernährung auch um und bei vielen, die kommen mit Bewusstsein her, denke ich, nicht so hinterher. Ja. Weil viele, die bleiben dann noch bei ihren alten Ansichten und ja, hängen und anhaften und schaffen es nicht irgendwie, sich wirklich dann mit ihren Ängsten zu konfrontieren, denke ich. Bei mir war es zum Beispiel auch ein wichtiges Thema. Ich habe vorher immer, auch bevor ich schon auf Rohkost umgestellt habe, so ich habe probiert einfach in jedem Punkt so an mir zu arbeiten, was auch so diese psychischen Einstellungen angeht und die Ängste und so, sich damit zu konfrontieren und zu schauen, wovor habe ich denn eigentlich Angst? Und irgendwann, denke ich, verschwindet die Angst so komplett. So Walter Schaube schreibt es zum Beispiel, der hat so ein Buch geschrieben, Paradieskost oder so, der isst nur Paradiesfrüchte, der isst irgendwie 500 Gramm Beerenfrüchte meistens am Tag, irgendwie Wilderdbeeren, Heidelbeeren, Brombeeren und so weiter. Und der sagt halt auch, er kennt keine Angst mehr, so die Kinder auch von ihm haben einfach eine gesunde Rücksicht, können einfach Dinge richtig einschätzen, aber haben vor nichts Angst einfach, wo Liebe ist, kann keine Angst sein, denke ich so. Wo Licht ist, kann kein Schatten sein. Ja, und... Ja, Bewusstsein ist genau das Ding, glaube ich auch. Ich habe hab ja mit meinem Kanal angefangen, der hieß sich der Rohkost-Tipp. Ja. Weil ich einen Kanalnamen brauchte, so, ne? Ja, ja. Aber ich habe relativ schnell auch festgestellt, dass da ist viel mehr dahinter. Ja, so. Schon, denke ich auch. Es ist nicht einfach nur Ernährung und... Ja, Ernährung ist ein Bereich, aber man sollte dann, denke ich, alles auch ändern. Und das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile einfach. Und wenn man mal merkt, so, ich habe dann wirklich probiert, so alles anzugehen, was weiß ich dann auch, wie ich schlaf, dass ich immer frische Luft habe, jeden Tag bewegen, ist einfach das Natürlichste. Und dann merkt man schon, dass sich dadurch schon so viel ändert. Das sind schon so einfache Dinge, die jeder, der, egal wie er sich ernährt, machen kann. Einfach nachts das Fenster kippen, wenn er schläft. Und immer frische Luft haben, das ändert so viel. Und bringt schon so viel Klarheit rein. Und sich jeden Tag ein bisschen zu bewegen, jeden Tag ein bisschen in die Natur zu gehen. So. Und wenn man das nicht macht und nur seine Ernährung ändert und trotzdem irgendwie in der Stadt weiterlebt, obwohl das dann einfach dazu schon gar nicht mehr passt, dann, denke ich, entwickelt man sich manche dann auch vom Geist her nicht so weiter. Und man soll, denke ich, schon immer schauen, dass es so im Gleichgewicht bleibt. Sonst, denke ich, kann man so ein Niveau oft nicht halten. Was weiß ich, manche essen dann ein paar Jahre roh und dann schaffen sie es aber nicht vom Kopf her mitzuziehen und schwanken wieder zurück, denke ich. Oder nicht nur was Ernährung angeht, auch Sport oder alles halt, ja. Häufig wollen wir anders sein, als wir vielleicht sind, als wir innerlich sind. Es ist wichtig, dass man echt mit seinem Herz zusammen, dass man eins ist. Ja. Und was für Wünsche man zum Beispiel schon hat. Das fängt so an, die meisten haben Wünsche, die sind sich gar nicht bewusst, denke ich. Früher hatte ich auch so Wünsche, so ich dachte, ich will, was weiß ich, irgendwie einen fettmuskelbepackten Körper haben oder so. Ja. Und das sind einfach nur Bilder, wo sich irgendwie die Gesellschaft einfach auf dich aufdrückt. Und viele junge Leute haben einfach dieses Bild so, oh, ich will Muskeln aufbauen oder so. Und dann eigentlich wollen sie das nur machen, um andere Leute zu beeindrucken. So, was willst du eigentlich wirklich machen? So, oder um Anerkennung zu haben. Genau. Bei mir war es ganz lange so, dass ich gesehen habe, irgendwie die Leute erkennen mich nicht so an, wie ich bin. Weil die Gesellschaft einfach komisch ist. So, ne? Und ich habe geguckt, wie muss ich mich verändern, dass sie mich endlich akzeptieren. Ja. Weißt du? Mhm. Und da spielt auch so viel rein. Das ist bei mir, 20 Jahre war das so. Mhm. Da habe ich mich verstellt. Eine wahnsinnig lange Zeit. Man will immer jedem gefallen. So. Warum eigentlich so? Und am Ende kann man es eh keinem recht machen. So. Man muss einfach man selbst sein. So. Ja. Und sich wirklich so fragen, so, was macht mir eigentlich Spaß? Und das machen. Und nicht so, eigentlich mache ich die Sachen nur so, was weiß ich, weil sich das meine Eltern damals gewünscht haben oder so. Und dann sind sie stolz auf dich, wenn du gute Noten irgendwie heimbringst oder wenn du irgendwie ganz gut im Fußball bist oder so. Und weil Fußball halt jetzt, was weiß ich, zum Beispiel so ein hochgelobtes Ding so ist und die Fußballer so viel verdienen und so. Und dann ein anderer spielt halt Handball oder was weiß ich, was ist denn was ganz unbekannt, Wasserball oder so.
und dann, ja, dann wird es schon wieder so, ja, okay, gut, spielt halt gut was, aber wenn es dir Spaß macht, so ist es egal, so nicht dann den Sport zu machen, wo du am meisten Anerkennung bekommst, sondern den, der, wo wirklich einfach dein Ding ist, so. Ja. Ja, ich finde es ganz gut. Unser Gespräch hat sich irgendwie genauso entwickelt, ja, wie das ein Ansatz ist. Ja. Zum Beispiel bei mir war es so, ne? Es war das da so, Eigenverantwortung für mein Leben jetzt nehmen, Eigenverantwortung für mich und meine Gesundheit nehmen. Ja. Dann habe ich die Ernährung umgestellt, wo ich meinte, das ist ein, ja, guter Ansatz. Genau. Alles, wo man Sachen in sich reinlässt, da kann man sagen, vielleicht mal nicht so viel in mich rein, ja, vielleicht ein bisschen was raus, Thema Entgiftung. Und man wird merken, auf allen Ebenen verändert sich, ja, was. Das schätze ich auch so an dir, dass du das Ganze so ganzheitlich siehst, ja, und so lange schon so. Weil ja, das ist genau das Ding, wo wir alle in das Denken reinkommen müssen. Dass das einfach ganzheitlich gesehen werden, ja, muss. Ja, genau. So. Es funktioniert nicht, wenn ich da auf einmal was wegnehme. Das reicht, ja, dadurch passiert automatisch, passieren Dinge. Und man muss, oder was heißt man muss, man kann dann, wenn man offen ist, das einfach annehmen, dass bestimmte andere Sachen, ja, passieren. Und einfach, wenn man offen ist, dann meistens ist es so, dass man dann Angst hat, dass bestimmte Sachen passieren. Ja. Aber mal drauf einlassen. So. Ja, mal genau, drauf einlassen, wenn ich die erste Mahlzeit weglasse, auf einmal so, ja, dass es mir schlechter geht. So, ne? Und ja, keine Ahnung. Einlauf, zack. Ja, genau. Dann mal gucken, was dann passiert. Ja. Und dann kann man ja immer noch nach 2 Wochen, ja, sagen, ja, vielleicht, ja, muss ich einen anderen Zugang finden. So, ne? Ja, und wenn man die Theorie dann dahinter kennt, dann stellt man halt einfach fest, dass es stimmt so. Das ist, finde ich, auch sowas so, ich denke, viele so, die stellen ja schon fest so, dass sie eigentlich nur, ich sag mal, verarscht werden oder so, und es stimmt eigentlich nichts so, was dir sonst erzählt wurde so. Bei mir war es zum Beispiel so, ich bin Vegetarier geworden und dann sagen die Leute halt, oh, du musst Fleisch essen, und dann stellst du halt mal fest, so, eigentlich geht es dir viel besser ohne Fleisch und du musst es nicht. Und dann informierst du dich mal drüber und dann stellst du halt fest, so Millionen von Indern, die leben sogar vegan seit Generationen, haben noch nie tierische Produkte gegessen. Und dann vorher wird dir ein Bild geschaffen, so als wäre das gar nicht möglich. Und du klingst, ja, entsetzt. Du klingst entsetzt. So. Ja. Ja, aber es ist wirklich, ja, so. Und ja, dann stellt man halt mal fest, dass es das meiste sind einfach, was heißt Lügen? Die Leute erzählen, jeder gibt es immer weiter, es wird von den Medien erzählt, und dann geben die Leute das halt auch noch so weiter, weil sie sich selber nicht ändern wollen, denke ich. Das ist auch ein großer Grund so. Die wollen halt weiterhin Fleisch essen und dann erzählen sie dir das halt, und wenn sie sehen, dass du dich veränderst, dann ist das praktisch ein, ja, du bist ja dann so ein Spiegel für die und schon eine Provokation, ja, weil du dich geändert hast, und wenn da dann was dran wäre, dann müssten sie sich halt auch ändern. So. Ja. Und ja, genau. Und dann habe ich halt festgestellt, so, dann liest er halt mal Arnold Ehret irgendwann dann drauf gestoßen. Und dann, wenn du dann mal fastest und du stellst dann einfach fest, das ist so mit der Entgiftung. Und wenn man dann nach einem Jahr nochmal fastet, dann hat man einfach überhaupt keine von diesen Symptomen mehr, weißt du? Woher kommt es denn? Warum faste ich am Anfang 3 Tage, fühle mich irgendwie hundeelend, nehme 10 Kilo ab beim Fasten oder was weiß ich? Und dann 5 Jahre später nur Rohkost gegessen und dann faste ich und ich nehme gar nichts ab, wenn ich fast. So, ja, ja. Woher kommt die Energie? Woher kommt alles? Ja. Kann ich auf jeden Fall so, ja, unterstreichen. Ist bei mir ganz genauso. Mhm. Ich habe 15 Kilo in 11 Tagen verloren, ja, beim zweiten Fasten. Ja, jetzt ist so, ich faste ab und zu. Ich faste nicht mehr so lange. Ich auch nicht. Ich habe nie lange gefastet. Okay. Ich denke, das ist viel besser, kurz immer zu fasten. Ja, weißt du, Joachim, weißt du, der, ja, YouTube-Kanal, ich verlinke den mal hier drunter. Ja, genau. Different is a virtue. Ja, genau. Okay. Ja, genau. Er meinte so, am 11. Tag kam der Wurm raus. Und, ja. Aber Joachim, den hat es auch, glaube ich, hart getroffen mit seiner Quecksilbervergiftung. Ja, er hat Amalgamfüllungen und so weiter gehabt. Und ja, genau, ist halt einfach schon älter. Und dann hat man halt mehr Vergiftungen. Ja, ja, das staut sich halt auf. Ja. Und bei mir war es halt dann klar, ich will 11 Tage fasten, mhm, so, und dann, ja, habe ich eigentlich 15 Kilo verloren, wo ich sowieso schon, mhm, so schlagsig war, ja, irgendwie so. Ja. Und dann habe ich nur noch 60 gewogen, ja, und da war das dann so, da habe ich mich echt schlapp gefühlt. Und jetzt ist es so, wenn ich faste jetzt nur noch mal so 5 bis 7 Tage oder so, mhm, wenn es mal ein längerer Zeitraum ist. Also wie gesagt, ich esse nur noch 2 oder manchmal schiebe ich einzelne Fastentage, ja, rein, so. Ich finde es sinnvoller, wenn du eine leichte Nahrung, ja, nimmst, dann brauchst du auch nicht mehr, genau, so viel Fasten. Wird schon, weil man eh schon, ja, genau, wenn man eh schon mit Giften ist und das Fasten macht es dann schon fast zu stark. Ich habe das Längste, was ich glaube ich gefastet habe, waren 5 Tage. Also da hatte ich 11 Tage lang
nur eine Zwetschgenmahlzeit gegessen. Mhm. Und dann danach habe ich dann im Anschluss 5 Tage Saftfasten gemacht und dann nochmal, glaube ich, 10 Tage oder so nur eine Mahlzeit irgendwie Früchte oder so gegessen. Und das war dann... Das was war Wahnsinn, was möglich ist, ja. Und ja, ich denke, Fasten ist eh immer was, wo man sich nicht zu zwingen sollte, sondern das muss vom Gefühl her passen. Ja. So. Wenn du dann Hunger hast, man muss da schon auf seinen Körper hören. Wenn die Entgiftung zu stark wird, dann sollte man wieder was Leichtes essen und das stoppen. So. Und wenn ich mich danach fühle, dann esse ich nichts. Und wenn ich mich danach fühle, esse ich was. Ja, ja. Ja. Ja, wenn ich jetzt halt 5 oder 7 Tage oder so mal faste, ich mache mal einen Saft-Wasser-Fasten. Je nach Belastungszustand, wenn die Entgiftung sehr stark ist, dann trinke ich Saft. Mhm. 1 oder 2 Säfte pro Tag, so meistens ein jetzt nur noch. Und wenn es gut läuft, trinke ich nur Wasser. Mhm. Und wenn es noch besser läuft, wenig Wasser. Ja, so, genau. Ne? Und ich meine, es gibt ja auch Marvin, der zum Beispiel Trockenfasten macht, damit irgendwie das habe ich auch mal gemacht. Super inspiriert, irgendwie finde ich, so hier in Deutschland. Aber das ist halt echt was, wo man halt viel später noch machen sollte. Also das sollte man echt erst, wenn man so, keine Ahnung, schon mal 4-5 Mal mindestens gefastet hat und sich nur roh ernährt. Und so vor allen Dingen seinen Körper kennenlernen. Genau, ja. Was sind das, als ich das erste Mal gefastet habe, da war ich echt nicht sicher, was hier, ob das hier richtig ist oder nicht. Ich habe voll vertraut. Ja, man kennt das ja nicht und denkt immer so, boah, jetzt bin ich ja krank und so. Ja, also das ist die Heilung. Ja. Ja, genau. Ja. Und vor allen Dingen, wenn man fastet, wie gut gelaunt man aufsteht. Ja, schon. Und so, ne? Ja, alles ist gut. So. Ja, und woher kommt die Energie? So? Ja. Ja. Ja, ich weiß nicht. Das ist echt die Sache, ne? Woher kommt Energie? Ja. Ich finde das so einen wichtigen ich Punkt. Ich finde auch so, ne? Durch Sport einfach so. Aber oder auch so ein Gespräch jetzt gerade, ne? Ich bin jetzt gerade so gut gelaunt. Ich hätte jetzt Bock, irgendwie ein paar Bäume zu klimmen, Sport zu machen, richtig viel so. Ja, ich habe jetzt so viel Energie bekommen, sozusagen, ne? Und wenn man was macht, wo einem keinen Spaß macht, wenn ich auf eine scheiß Arbeit gehe, die mir keinen Spaß macht, woher soll dann die Energie kommen? So, ich mache den ganzen Tag, was mir nicht gefällt, so, das zieht mich doch nur runter. Wie kann ich, danach ist man einfach platt und dann, wenn du es kennst, du triffst dich irgendwo, machst das, was dir Spaß macht, du kannst danach einfach noch mehr machen. Ja. Genau. Und das ist auch echt dieser Punkt, ne? Also ich weiß nicht, wir können ja mal zum Ende kommen, weil das so recht lange ist. Ja, stimmt. Vielleicht da. dieses Ganzheitliche, was wir jetzt so häufig angesprochen haben, wenn man Ernährung macht und dann stößt man an einen Punkt, da ist irgendwie blöd und das funktioniert nicht oder das löst bestimmte Sachen aus, dann sollte man vielleicht die Ebene wechseln, mal gucken, was gibt es denn sonst noch in meinem Leben, und das mit dem ich nicht zufrieden bin. Genau. So. Und wenn einem eine kleine Sache einfällt, und es fällt einem immer eine Sache ein, so. Die erste Sache, die einem anfällt, da mal hingucken und da was verändern und dann die Ernährung einfach mal beiseite packen. Erstmal so beibehalten, da hat man ja eh schon zu viel gemacht. Ja, genau, dann kann man eben mal das machen. Oder eben mal das Fenster offen lassen, mehr in die Natur gehen jeden Tag und sich mal mehr bewegen. So. Ja. Weil häufig ist es so, man möchte sich, es geht nur um einen selbst, man traut sich nicht, aus diesem Umfeld auszusteigen. Ja. Was ich aber auch total verstehe, mein Gott, ich bin so lange bei dir auch, wie alle. So, ne? Es gibt kaum jemand, der als Rohköster jetzt, inzwischen gibt es die vielleicht schon. Ich habe neulich ein Video auch gepostet, so von einem 11-Jährigen, der halt seit Geburt an komplett roh ist. Ja, ja. Ja, das Bewusstsein, der steigt ja auch gerade so extrem an. Ja, so, ne? Ja, denke ich auch. Mal schauen, was sich so die nächsten Jahre entwickelt. Ich meine, vegan war ja vor 5 Jahren so, kannte man vegan noch nicht. Und mittlerweile dann gab es so die ersten veganen Produkte im Supermarkt. Und mittlerweile gibt es überall Rohkostprodukte im Supermarkt, so was vor 5 Jahren schon unvorstellbar war. Ja. Und mittlerweile ist ja schon Rohkost so ein bisschen in den Medien angekommen. Und vegan ist ja mittlerweile echt in jedem Restaurant wie vegetarisch damals fast so. Ja. Es ist echt Wahnsinn, wie schnell sich das entwickelt hat. So. Die Menschen sehen das immer gar nicht so schnell dabei. Sowas wie mit dem Handy auch. So in meiner Jugend hat es angefangen mit dem Handy. Oder vor 50 Jahren gab es noch Sklaverei und so weiter. Und die Leute denken immer, alles entwickelt sich so langsam und alles war schon immer so. Ja, stimmt, auf jeden Fall. Und vieles hat auch keine Durchsetzungskraft, wenn das nicht wirklich was am Bewusstsein tut. So zum Beispiel das Wort Superfood. Diese Labels.
es sind, das haben so viele Supermärkte, auch wo du Supermarkt gesagt hast, so viele Supermärkte versucht, irgendwie, oder immer noch, Superfood ist ein Begriff, so jeder kann was mit anfangen. Ja. Aber was ist das? Das wechselt ständig und im Prinzip hat jeder schon verstanden, es gibt nicht das Allheilmittel, eine Sache, die man isst und dann ist gut. Ja. So. Und das heißt, ja, das heißt, das Bewusstsein ist das, was jetzt kommt. Genau. Ja. Ja. Wollen wir Schluss machen? Ja, machen wir Schluss. Ja. Ja, macht's gut, Leute. Ciao. Macht's gut. Bleibt gesund. Tschüss. Genau. Sunshine.